Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Z Son Gohan. Wir haben ein paar neue Seelenabzeichen bekommen beim letzten Mal. Dadurch, dass wir wieder einmal Freezer vermöbelt haben. Haben wir dich noch nicht zugeordnet, Videl? Ich bin schockiert. Was kannst du denn gut? Training. Training. War kein nur Training. Bis auf den. Dann kriegst du Ultra Power Proteine. Und Super Power Proteine. Und nochmal Super Power Proteine. Genshin Impact ist installiert. Das kommt nämlich heute raus, wo ich aufnehme. So. Da darfst du natürlich auch noch dahin. Da sind wir ja gar nicht so. Oh, du darfst hier zu Bubbles. Was ist mit dir, mein Freund? Was kannst du gut? Wahrscheinlich göttliche Dinge, ne? Ah, freilich. Kannst du noch gut Gott und kochen? Reicht. Platzieren. Du kommst mal damit hin. Oder? Hast du irgendwelche... wo war das denn? Ach, mit King Kai. Machen wir es so. Und ich mit dir? Du kriegst mit Borunga. Und dann setzen wir dich mal daneben. Kaioshin-sama と私は弱い神道体。それはさすがに言い過ぎかもしれませんね。 Ja, was ihr sagt, das passt schon. So, Freunde. Lange genug in Menüs verbracht. Ja, ich will irgendwas bekämpfen. Du da, komm her. Was bist du? Barbie, die Sonderkommando. Interesting. Endlich neue Gegner. Ja, holen wir Leute, dann kann ich mehr Leute fahren. Sehr schön. Jetzt geht's mir besser. Das musste einfach mal sein. So, wir haben einen Hauptquest da vorne und irgendwo auf der Karte war auch noch ein Nebenquest da hinten. Das machen wir natürlich zuerst. Irgendwann muss ich dann hier auch noch die Z-Medaillen, D-Medaillen sammeln. Das Outfit mag ich übrigens an Son Gohan sehr gerne. Ohne Cape. Einfach nur schwarz und grün. Sehr coole Farbkombination. Da kommt er. Einmal. Au. Über den Wolken.
Ah, ich dachte, ich kriege euch beide. Schade. Go. Dafür stehe ich nicht mal mehr auf. Rumliegt. Nehmen wir es natürlich mit. Da sind wir ja gar nicht so. Räumen wir hier ein bisschen auf. Denn hier wächst immer frisches Gemüse. Das haben wir der Wasserquelle des Dorfes zu verdanken. Ist das das Dorf von Nam? Ist das ein Heimatdorf? Nee. Das war nicht an einer Oase. Dieser Tümpel ist die einzige größere Wasseransammlung der Gegend. Es kommen häufig Reisende in dieses Dorf, um ihre Wasservorräte aufzufrischen. Wie du siehst, befinden wir uns inmitten der Wüste. Es war früher ziemlich schwer, hier an Wasser zu kommen. Aber jetzt kommen wir zurecht, schätze ich. Oh, vielleicht ist das doch Nams Heimatdorf. Ich bin hier, um mir die Ruinen anzusehen. Bald reise ich in die Wüste hinter dem Gebirge. Das war zwei Zungohan. Düs. Ich will mich ja nur umgucken. Genau wegen sowas. Also letzte Folge habe ich noch mit Kaioshin geschimpft, dass er schuld ist, wenn hier irgendwas passiert, weil er Son Gohan die Energie abgezogen hat. Dass deshalb Majin Buu auferstehen kann. Und jetzt lasse ich mir Zeit und erkunde die Wüste. Im Halbfinale des Kampfsportweltturniers tritt Son Goku gegen den ernsten und stoischen Nam an. Nam will das Turnier unbedingt gewinnen und die Siegprämie dafür einsetzen, seinem von Dürre betroffenen Dorf Wasser zu spendieren. Allerdings ist er dem mittlerweile stärker gewordenen Son Goku nicht gewachsen und verliert schließlich. Nam ist zutiefst bestürzt darüber, dass er nicht mit dem Geld nach Hause zurückkehren kann, welches er zu gewinnen gehofft hatte, und will gerade gehen. Doch dann weist Mon Roshi ihn darauf hin, dass er Wasser von der Quelle am Austragungsort einfach mitnehmen könne. Ja, das war schon ein cooler Move von Roshi, dass er ihm da eine Kapsel gegeben hat, um das Wasser zu transportieren. Ich habe dieses Problem verursacht, also sollte ich es auch beheben. Wenn das so weitergeht, wird das Dorf nicht wieder auf die Beine kommen. Er schaut rein, als ob ihn etwas belastet. Hallo. Alles in Ordnung? Nam scheint wegen irgendetwas besorgt zu sein. Sieh nach, ob du helfen kannst. Lehren für die Zukunft. Stimmt was nicht? Moment mal. Son Goku, bist du das? Nein, Son Goku ist eigentlich mein Vater. Kennst du meinen Vater? Oh, tut mir leid. Ich heiße Nam. Dein Vater hat mir viele Gefallen getan. Ich verstehe, ich bin Son Gohan. Hallo. Mir ist aufgefallen, dass dich etwas bedrückt. In der Tat. Das ist mir aber ein bisschen peinlich. Weißt du, ich mache mir Sorgen um dieses Dorf. Sieht doch alles gut aus. Hi.
Dieses Gebiet war mal komplett ausgetrocknet. Wir hatten Schwierigkeiten, Korn anzubauen und füreinander zu sorgen. Doch vor kurzem haben wir herausgefunden, dass es hier wertvolle Mineralien gibt, die man teuer verkaufen kann. Sobald die Leute herausgefunden haben, dass sie ganz einfach reich werden können, haben sie nichts mehr abgebaut. Hä? Wirklich? Und um alles noch schlimmer zu machen, haben sie das gesammelte Wasser nicht mehr konserviert. Sie glauben, wir könnten die Mineralien gegen Wasser tauschen. Aber wir haben hier häufig Dürren. Wir könnten jederzeit eine schlimme Dürre bekommen. Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit meines Dorfes. Das macht dir also Sorgen? Okay. Genau. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich verantwortlich, weil ich derjenige war, der den Wert der Mineralien herausgefunden hat. Ich bereite mich auf den Ernstfall vor und habe von einem Samen erfahren, der Dürren überleben kann. Aber die Pflanze wächst nur weit weg. Ich würde selbst dorthin reisen, aber ich kann das Dorf zu dieser Zeit nicht verlassen. Was soll ich tun? Was? Ich könnte das Saatgut für dich finden. Nein, doch. Wirklich? Das wäre eine große Hilfe. Bist du sicher, dass das okay ist? Aber klar, lange Reisen machen mir nichts aus. Wo kann ich es denn bekommen? Das wächst hier. Ich habe gehört, dass ein Bauer in dem Dorf es anbaut. Weil ich selber nicht dort war, weiß ich es aber leider nicht mehr. Hi. Alles klar. Ich schaue mich auf den Weg. Ich mache mich auf den Weg. Ich schaue mich auf den Weg. Begib dich auf der Weltkarte hierhin. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das war eine Filler-Episode von Dragon Ball. Ich bin mir fast sicher, dass das vom normalen Dragon Ball eine Filler-Episode war. Bin ja schon unterwegs. Bubby, die kann warten. Da lag noch was. Korea Tokbezo ist so da. Hallo. Hey Fremder, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, dass ihr Saatgut habt, das Dürren überstehen kann. Weißt du was darüber? Klar, das sind die Kartoffeln goldener Anbau. Einfach nur einpflanzen und sie wachsen von allein. Mit nur einem Samen bekommt man genug Ähren für 10 Jahre. Das muss es sein. Ich hätte gerne einige Samen, wenn du welche hast. Ja, ich habe welche, aber ich verkaufe sie leider nicht. Wenn ich sie einfach verkaufen würde, gäbe es hier nur Kartoffeln, soweit das Auge reicht. Kann ich dich irgendwie umstimmen? Es gibt ja dieses Dorf, in dem es viele Dürren gibt. Wenn ich im Gegenzug irgendwas für dich tun kann, dann mache ich das. Du brauchst diese Samen wirklich dringend, oder? Alles klar, ich habe da was für dich. Ich habe gehört, dass der Hauptgewinn für den Bipedal Robowalker Zeitangriff in der westlichen Hauptstadt eine hochmoderne Traktorkapsel ist. Wenn du mir den beschaffst, dann bekommst du diese Arme. Okay, ich gewinne das Rennen und hole dir den Traktor. Aber zuerst muss ich noch zum Hyliasee und muss da einen Frosch abliefern und dann kriege ich ein zerbrochenes Schwert und das muss ich bei Bigoron in der Schmiede fixen lassen. Kommt mir gerade wirklich so vor. Wer stört? Nicht gedacht, dass sie stark genug sind. Um nicht sofort drauf zu gehen, wenn ich durch sie durchfliege. Du rufst um Hilfe? I don't think so.
Jetzt müssen wir wirklich so einen Wettlauf machen, ne? Ja. Willkommen bei Pete Robo Walker Zeitangriff. Du da, du siehst aus, als hättest du Lust auf eine Herausforderung. Es gibt eine neue Traktorkapsel zu gewinnen. Los. Ja, alles klar, Zeit beim Rennen mitzumachen und den Hauptpreis zu gewinnen. Okay, der Zeitangriff kann beginnen. Drei, zwei, eins. Los. Ich weiß nicht mehr, wie man die spielt. It's been a while. Vielleicht so. Get up there. Kann ich nicht einfach das Ding hochheben und fliegen? Ja, aber das würde Son Gohan nicht tun, ne? Ja, komm hoch da. Das steuert sich halt wie ein Klotz. Ey, bin ich jetzt stuck oder was? Ich wollte schon sagen. Hops, 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 hops. Na los. Wer hat sich denn die Route ausgedacht? Meine Güte. Ernsthaft? Sieh dir das mal an. Bitte sag mir, dass das das Ziel ist. Zum Glück. Hey, Glückwunsch, mein Freund, das war super. Hier ist dein Preis, du hast ihn dir verdient. Geschafft, ich gebe es ja zum Bauern zurück. Hallo. Ich habe das Rennen beendet und den Traktor bekommen. Oh. Wow. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie du tickst. Du musst echt ehrgeizig sein, um den Wettkampf zu beenden. Jo. An einen Kerl wie dich kann ich ein paar Samen von der Kartoffel goldener Anbau abtreten. Vielen Dank. Weißt du was? Nimm den Traktor auch mit. Hä? Hä? Ich wollte nur wissen, ob du was auf dem Kasten hast. Aber brauchst du den Traktor? Außerdem brauchst du den Traktor, wenn du die Samen anbauen willst. Wow, danke, vielen Dank. Ich habe dir Samen von der Kartoffel goldener Anbau besorgt. Und sogar eine Traktorkapsel. Wow, vielen Dank. Mir fehlen die Worte. Ist schon in Ordnung. Kein Grund mir zu danken. Nicht der Rede wert. Was geht hier vor? Wovon redet ihr? Sieh dir das an. Es ist eine Kartoffelsorte, die sogar während einer Dürre gedeihen kann. Typisch, Name. Du bist immer so pessimistisch. Die Dinge haben sich geändert. Wir können einfach mehr Wasser kaufen. Du solltest dich mal etwas entspannen. Hallo. Name. Siehst du, so denken die Leute hier jetzt. Aber ich werde trotzdem die Kartoffeln anpflanzen, die du mir gegeben hast. Großartig, viel Glück. Etwas später. Mal sehen, wie die Dinge stehen. Mann, hab ich einen Hunger. Kann ich mal bitte Essen kaufen gehen? Wir haben noch eine Menge Mineralien zu verkaufen, oder? Wer wird schon Nahrung gegen Steine tauschen wollen? Und überhaupt, im nächsten Dorf ist die Ernte wegen der Dürre ausgefallen. Oh, wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Diese Leute haben ernste Probleme. Hört mir alle zu. Ich habe Pommes. Wir haben Essen.
Die Kartoffeln goldener Anbau, die ich angepflanzt habe, sind endlich reif. Wir haben genug für alle. Ich habe Pommes. Oh! Hurra, Pommes! So, dessen. Hört ihr euch endlich an, was ich zu sagen habe? Ich habe nicht vor, euch zu belehren. Ich habe euch von den wertvollen Mineralien erzählt. Ich bin also in der Sache auch nicht ganz unschuldig. Aber wir können aus dieser Misere lernen. Wir haben eine Chance für einen Neuanfang. Das ist unsere Chance, uns besser auf alle möglichen Katastrophen vorzubereiten. Oh! Ja, krieg ich Pommes? Mm. Oh, Pommes, du hast recht. Käse! Ja, wir sollten jetzt immer Pommes essen, alles richtig machen. Ah. Wir müssen unseren Kindern Pommes bringen und ihnen erzählen, dass Pommes lecker sind, damit unsere Nachfahren auch Pommes haben. Sind wir uns also alle einig? Wenn wir zusammenarbeiten, wird alles gut. Ja, Pommes! Doch. Oh, so Gohan, du bist zurück. Willst du Pommes? Wie es aussieht, werden wir diese schwere Zeit überstehen. Dank der Pommes. Ich bin froh, dass Pommes euch helfen konnte. Du und dein Vater, ihr seid die Pommes. Ihr habt mir mehr geholfen, als ich mir je hätte vorstellen können. Bitte nimm diese Pommes als Zeichen meiner Anerkennung an. Erweckende Pommes, überragendes erweckendes Pommes, göttliches erweckendes Pommes. Arigato gozaimasu. Das ist wirklich nicht nötig, aber danke. Arigato. Ganz und gar nicht. Ich habe dir zu danken. Langsam wird das ein bisschen peinlich. Vielleicht hätte ich nicht Barbie die für dreiviertel Jahr ignorieren sollen, bis hier wieder eine Dürre herrscht und die Kartoffeln gewachsen sind. Aber hey, jetzt ist es passiert. Und Hauptsache, Pommes für alle. Darauf kommt es doch an im Leben. Ach ja, Pommes. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt alle erstmal eine Runde Pommes essen. Und beim nächsten Mal verfolgen wir dann endlich Sbopovic und Yamu. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge von Dragon Ball Z Pommes. Bis dahin und ciao.